Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Austria Arms. Heute schauen wir uns Vollstahlpistolen an. Ganz spannendes Thema. Und ja, starten wir mal. Jetzt haben wir hier mal die Hauptvertreter dieser Type Pistole mal hier aufgestellt. Und grundsätzlich einmal Vollstahlpistole. Warum eine Vollstahlpistole? In der Zeit, wo es halt immer mehr Polymerpistolen gibt, wo die Hersteller eigentlich fast nur noch Polymerpistolen produzieren, sind Vollstahlpistolen immer noch wirklich berechtigt. Und der Grund dafür ist einfach, das Gewicht in der Hand liegt halt manchen Leuten doch einfach besser beim Schießen. Und zudem ist es für das Rückstoßverhalten der Waffe auch noch einmal besser, wenn die Waffe etwas schwerer ist, dann flippt die nicht so hoch und es ist halt auch präzisionsbedingt natürlich noch einmal eine Spur besser wie die meisten Polymerpistolen. Ja. Mir kommt es auch so vor, dass die Vollstahlwaffen feiner sind als die Polymerwaffen. Jetzt vom ganzen Angreifen, von der Haptik her. Also man hat einfach das Gewicht in der Hand und wenn man den Schlitten zurückzieht bei solchen Vollstahlpistolen, das läuft einfach wie auf Schienen. Ja? Das ist einfach ein bisschen, das kann man sagen, das Feinere. Wenn man jetzt von dem Kunststoff vielleicht einen Schritt nach oben gehen will. Genau, also die Haptik fühlt sich einfach wertiger an, würde ich sagen. Das heißt jetzt nicht, dass Polymerpistolen nicht wertig sind in der Verarbeitung, ganz und gar nicht. Aber es geht jetzt einfach darum, wenn man diese beiden Typen an Waffen gegenüberstellt, ist es doch oft so, dass halt die meisten Leute sagen, wow, Vollstahl, irgendwie ist das doch eine Spur besser. Und wir haben uns jetzt einfach mal gedacht, wir zeigen euch die bekanntesten oder verbreitetsten Modelle in dieser Vollstahltype. Und anfangen würden wir hier mit der CZ, das wäre jetzt hier das Modell Shadow 2, ist speziell bei den IBSC-Schützen eines der beliebtesten Modelle und auch das verbreitetste Modell. Und ist auf jeden Fall eine wirklich gute Basis für diejenigen, die sagen, sie wollen vielleicht anfangen mit IBSC schießen, sie wollen ein bisschen tunen, verbessern, umbauen, aber trotzdem auch eine präzise Pistole haben. Definitiv CZ ein heißer Tipp und die Waffe bietet so Standard ab Werk schon einiges an Features und ist auch natürlich für IBSC Production zugelassen. Also das ist so quasi die Einsteiger Allround Pistole schlechthin. Ja. Meiner Meinung nach auch eine echte Allround Pistole, also damit kann man echt alles machen. Also kannst jetzt Präzision schießen, ganz normal jetzt auf 10, 20 Meter im Stehen, quasi aufs Ziel. Auch 25 Meter, ja, kein Problem. Sie hat jetzt, wenn wir es einmal von den Features her durchgehen, vorne schon standardmäßig einen Fiberglaskorn, das ist fürs dynamische Schießen ganz gut. Hinten eine verstellbare Kimme, allerdings nur in der Höhe. Metallgriffschalen seitlich, die sind schön flach, aber trotzdem vom Finish, vom Checkering doch rauer, speziell vorne und hinten ist das Checkering doch mehr wie jetzt bei der Shadow 1, das war ein Vorgängermodell davon, du hast ja noch eine. Und ja, da ist etwas rauer und auch breiter. Ne? Also Leute mit größeren Händen, denen liegt die Pistole wirklich gut und hat auch hier schon standardmäßig einen größeren Magazinauslöseknopf. Und ja, ist so wirklich eine gute Pistole. Vom Zerlegen ist es bei der CZ etwas anders wie bei den anderen Pistolen hier. Wir zeigen euch das einfach mal kurz. Wir haben hier im Griff und im Schlitten zwei so Kerben hinten in dem Bereich. Und wenn man die Waffe zerlegen möchte, das Magazin raus, die ganzen Waffen sind hier natürlich nicht geladen, deshalb machen wir das einfach mal, spannen den Hahn und dann schiebt man den Schlitten so weit nach hinten, dass diese Kerbe vom Schlitten auf die Griffstückkerbe drauf passt. Und dann drückt man hier, am besten mit irgendeinem Hilfsmittel, diesen Verschlusshebel raus. So. Ist manchmal etwas schwergängig, den drückt man hier raus, dann steht er hier etwas ab und dann kann man den Verschlussfanghebel entnehmen und schiebt den Schlitten nach vorne weg. Und auch eine coole Sache bei der CZ grundsätzlich ist die Schlittenführung. Wenn wir uns das hier anschauen, der gesamte Schlitten ist von der Mündung bis zum hinteren Ende durchgehend geführt auf dieser Schiene. Und es ist auch ganz interessant, dass das Schienenprofil nach innen zeigt. Bei vielen Pistolen ist es so, dass die Schiene, wo die Waffe geführt wird, nach außen zeigt, aber da geht das nach innen. Das heißt, es ist schön geschlossen. Und das Coole ist halt auch, dass speziell für den Präzisionsaspekt der Schlitten hier auf voller Länge durchgeführt ist. Also von der Mündung bis nach hinten ist das alles ein Stück und natürlich dementsprechend auch wirklich super präzise. Also
beste Voraussetzungen für jemanden, der sagt, er will eine sportliche Allround-Pistole, die quasi diese ganzen Aspekte erfüllt. Zusammenbauen funktioniert dann wieder so. Schlitten aufeinander stecken und dann den Verschluss vom Hebel hier hineindrücken. Ja, geht am Anfang natürlich etwas strenger, aber mit der Zeit wird es dann natürlich leichtgängiger. So ist es. Bei CZs, die schon viel geschossen, also oder oft viel zerlegt worden sind, geht das dann butterweich. Also ja. Bei den ganz neuen Modellen muss man halt dann noch ein bisschen drücken. Ne? Also für alle, wie gesagt, die anfangen wollen, top. Top, ja. Auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis echt super Sache, CZ. Ja, ja, mhm. Definitiv. Und auch im Bereich Tuning gibt es eigentlich keine Grenzen. So ist es, ja. Mhm. Den nächsten Vertreter der Vollstahlpistolen hätten wir hier. Das ist von Walter, die Q4SF. SF für Steel Frame. Und bei dem Pistolenmodell ist es ganz interessant. Es gibt ja die Walter PPQ, das ist die Dienstpistole von Walter. Und Walter hat sich dann irgendwann gedacht, okay, wir machen eigentlich fast die gleiche Pistole, aber mit einem Stahlgriffstück. Und das wäre jetzt hier das Modell. Die gibt es natürlich auch in der Q5-Variante etwas länger fürs Sportschießen. Haben wir aber jetzt leider nicht da gehabt für das Video, deshalb haben wir die Q4 genommen. Das wäre jetzt das neuere von den beiden Modellen. Und die ist vom Aufbau in der Bedienung und allem echt wie die PPQ, Polymer-Dienstpistole, aber aus Vollstahl. Und es ist von dem, wie sie in der Hand liegt, wirklich massiver, es ist schwerer, es greift sich unglaublich hochwertig an. Und die Pistole ist auch von dem, wie sie aufgebaut ist, nämlich eine Striker-Fire-Pistole, eine der wenigen Striker-Fire-Pistolen, die ein Stahlgriffstück haben. Das gibt es eigentlich heutzutage auch gar nicht mehr wirklich, dass es Striker-Fire-Pistolen gibt, die sowas auf Stahlbasis haben. Ja. Also da wäre die Walter, glaube ich, fast der einzige Vertreter dieser Art. Ja. Und ja, hat standardmäßig auch schon eine verstellbare Visierung, hier in dem Fall von LPA, die ist höhen- und seitenverstellbar. Und zusätzlich könnte man hier auch noch diese Platte runternehmen und ein Red Dot draufsetzen. Mhm. Ja, also wäre auch für IPSC Production zugelassen und auch sogar Production Optics Division. Ja. Mhm. Und von dem her echt eine coole Pistole. Hat natürlich auch die Möglichkeit, dass man hier den Abzug tauscht gegen eine noch feinere vom Walter selber. Da bietet Walter nämlich das Zubehör ab Werk schon an. Ja, gibt es dann Tuningteile vom Hersteller selber. Und also ich finde die Waffe extrem gelungen und wirklich gut gemacht. Wir haben einige Bekannte, die mit der Walter Q4 oder Q5 eher schießen und die sind hochbegeistert. Also ich kenne bis jetzt keinen, der sich irgendwie beschwert hat über die Waffe im Nachhinein. Mhm. Also jeder ist eigentlich hochbegeistert davon. Und es ist natürlich auch was anderes, wie jetzt so eine Pistole mit Hammer. Genau. Vom Zerlegen her ist sie auch recht easy. Also wir haben hier natürlich auch ein Magazin entnehmen. Dann gibt es hier vorne diesen Hebel, den kann man so bedienen, indem man den Schlitten in die rückwärtige Stellung bringt und dann dreht man hier einfach das Ganze so um und jetzt muss man das Ganze entspannen und kann es nach vorne wegschieben. Zusammenbauen ganz einfach, man schiebt den Schlitten wieder drauf und dreht den Hebel um, bis er einrastet und das war's. Also echt sehr simpel. Ja. Nächste Pistole dieser Kategorie wäre die Beretta 92X Performance. Das ist das neueste Modell von Beretta in der 92er Serie. Ist eine echt coole italienische Waffe, weil man hier als Basismodell auch ein Behördenmodell genommen hat, die normale Beretta 92, die schon seit Ewigkeiten hier in diversesten Behördenkreisen kursiert. Speziell US-Armee hatte ja die Beretta 92 auch. Und man hat einfach von Beretta dieses Modell hier dann daraus gemacht, um speziell fürs dynamische Schießen eine Pistole anzubieten, die da wirklich allen Anforderungen gerecht wird. Und die hat Beretta echt gut umgesetzt, diese Pistole. Man hat jetzt grundsätzlich einmal ein Stahlgriffstück, die wirkt, also von dem, wie man sie in die Hand nimmt, schon einmal wirklich massiv und greift sich sehr, sehr gut an. Und Beretta hat hier auch einen breiteren Schlitten genommen. Die haben von der Brigadier-Serie den Schlitten übernommen, haben ihn dann noch einmal optimiert. Die Waffe hat hier vorne Durchladerillen, diese Serrations, die sind sehr, sehr griffig. Also das greift sich schon fast an wie eine Feile, so griffig ist das. Wenn man hier vorne auch durchladen kann, sie hat standardmäßig ein Fiberglas-Korn vorne, eine LPA-Visierung hinten, die man nur höhenverstellen kann.
Und was natürlich auch ganz cool ist, die Bedienelemente sind schon vergrößert. Das heißt, ich habe hier eine beidseitige Sicherung mit Daumenauflage hier. Und der Zerlegehebel von der Beretta ist gleichzeitig auch eine Daumenauflage. Das heißt, da hier ist etwas breiter ausgeführt und man kann hier seine Daumen wirklich schön rauflegen und dadurch die Waffe natürlich im Schießen besser kontrollieren. Ja. Magazinauslöseknopf ist auch nochmal vergrößert und man hat hier größere Basepads fürs Nachladen. Ja, also echt coole Waffe. Und was bei der Beretta halt auch ist, es ist einfach italienisches Design. Die haben die Waffe nicht einfach nur schwarz gemacht, sondern sie haben sie in Duoton gemacht, damit das farblich auch ein bisschen einen Kontrast gibt. Und es passt optisch extrem gut. Ja, schwarze Griffschalen, schwarze Bedienelemente, schwarzer Lauf und dann noch das silberne Außenrum. Es wirkt echt sehr, sehr wertig. Ja, ich finde auch, das ist eine wirklich coole 92er-Variante, die 92X. Da haben sie einfach ein bisschen einen Facelift gemacht, das moderne aufgewertet, mit dem Fiberglaskorn, verstellbare Visierung, Picatinny-Schiene, auch diese ganzen dezenten Einfräsungen, die ihr da überall habt. Also ihr müsst auch die Waffe mal wirklich in der Hand haben und das Gewicht spüren, dann könnt ihr das auch wirklich wertschätzen. Das ist einfach sehr, sehr schön, diese Pistole. Auch mit dem geraden Abzug hier. Bei der X haben sie da halt den Abzug ein bisschen von der Geometrie ein bisschen verändert. Hat auch einen ganz kurzen Reset. Das heißt, also wenn ihr einen Schuss setzt und die Waffe repetiert, jetzt müsst ihr den Abzug wieder loslassen und dieser Weg, das ist der Reset, der ist eben bei der 92X ganz kurz. Also sind nur ein paar Millimeter, dann schnappt das wieder ein und könnt ihr schon den nächsten Schuss setzen. Da hat Beretta einfach werkseitig schon alles optimiert, was man optimieren kann, genau, damit ja. Die Pistole gut ist. Richtig feines Ding, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Wenn ihr mal die Chance habt, schaut euch das auf jeden Fall an. Also ich bin ein großer Fan auch von der. Ja, also optisch sowie technisch wirklich gelungen. Genau. Und für jemanden, der sagt, er möchte was Besonderes, was Außergewöhnliches, was jetzt nicht jeder hat, sicher eine gute Wahl, ja. Wenn es nicht unbedingt eine CZ sein soll oder eine Walter. Sehr stilvoll. Ja, italienisch. Ja, genau. Den nächsten Vertreter, den wir hier haben, wäre hier die Sig Sauer P226 LDC. Das ist auch etwas, das schon wirklich lange seinen Bestand hier hat. Das ist nämlich auf Basis der Sig Sauer P226, dem wahrscheinlich verbreitetsten Behördenpistolenmodell im Stahlbereich neben der Beretta 92. Eine wirklich robuste Dienstpistole und hat Sig Sauer einfach diese Waffe als Basis genommen, um darauf diese LDC zu machen. LDC ist, also heißt Long Dust Cover, das bedeutet, dass hier das Griffstück bis an die Mündung vorne geht und ist eigentlich so eine perfekte Basiswaffe auch fürs IPSC-Schießen, für die Production Division einfach optimiert und hat auch ein Stahlgriffstück, liegt natürlich dadurch wirklich gut und schön in der Hand. Speziell für Leute mit größeren Händen ist das eine Pistole, die da echt sehr angenehm liegt und die ist auch werkseitig schon optimiert. In dem Fall von der Pistole wäre es jetzt sogar ein Sondermodell, das wäre die Skeleton, die hat hier oben diese Ausnehmungen, dass sie dann wieder etwas geringer ist von der Kopflastigkeit her, aber grundsätzlich hat die auch schon werkseitig den verbesserten Abzug, SRT-Trigger. Ist Short Reset Trigger, ist ähnlich wie bei der Beretta 92, einfach ein Abzug mit einem sehr kurzen Reset, können wir auch gerne gleich mal zeigen. Ja. Bedeutet, wenn ihr hier auf den Abzug geht und abschlagt und das Ganze dann repetieren würdet, der Weg vom abgeschlagenen Zustand bis zu dem Punkt, wo der Abzug wieder einrastet, ist sehr, sehr kurz. Klick und ihr seid schon wieder sofort schussbereit. Also echt cool gemacht, hat auch einen skelettierten Hammer. Dann hier einen vergrößerten Verschlussfanghebel. Und Entspannhebel, ne? Entspannhebel, auch etwas, was jetzt nicht alle Pistolen haben, ja, in dem Fall eigentlich nur die Sig. Da könnt ihr nämlich hier, wenn der Hahn gespannt ist, den Entspannhebel drücken und den Hahn wieder nach vorne lassen, ohne dass sich ein Schuss löst. Ja, also wirklich auch ganz nett gemacht. Ist natürlich von der Behördenpistole übernommen worden und hat jetzt bei der Sportpistole auch seinen Platz gefunden. Ja. Genau. Durchladerillen vorne, also Front Serrations und natürlich auch wieder Fiberglaskorn mit verstellbarer LPA Kimme, Höhen und Seiten verstellbar. Also echt ganz gut gemacht. Es gibt noch eine Variante, auch in anderen Farben, zum Beispiel Silber. Das wäre jetzt eine LDC, das ist jetzt die LDC 2. Ja, die Unterschiede sind recht gering. Ja. Also ist jetzt die Tag-Ops Variante, hat hier dann natürlich einen größeren Griff mit Magazintrichter zum schneller Nachladen, hat die jetzt nicht. Und die hat keine Front Serrations.
Was da jetzt der Unterschied tatsächlich ist, das hier ist eine Made in Germany, eine deutsch gefertigte, das ist eine amerikanisch gefertigte. Und die deutsch gefertigten sind mittlerweile echt schon ziemlich rar geworden, nachdem Sig Sauer das Werk in Deutschland aufgelassen hat, werden die meisten Pistolen jetzt eigentlich nur noch in den USA erzeugt. Und die Deutschen, ja, gibt es eigentlich so gut wie kaum mehr. Qualitativ absolute Spitzenklasse. Die amerikanischen schon auch, also die sind nicht schlechter. Aber Made in Germany ist halt einfach Made in Germany. Ne? Auch vom Zerlegeaspekt her ist es wirklich easy, die Waffe zu zerlegen. Man hat hier ähnlich wie bei der Walter, Magazin raus, dann vorne diesen Hebel, den dreht man rum und dann kann man das Ganze rausnehmen. Da ist wieder ganz auffällig und interessant, die Schlittenführung bei der LDC ist durchgängig von vorne bis nach hinten. Hier ist natürlich nicht durchgängig, aber trotzdem hat die eine wirklich lange Schlittenführung und ist natürlich dementsprechend auch präzise beim Schießen. Ja. So, so hier, wie das Pferd, wirklich wie auf Schienen. Ja, ja, wäre die LDC 2 von Sig Sauer auch eine wirklich gute Pistole, speziell fürs Production Division Schießen, echt gut gemacht. Ja. Ja. Also, kann man sagen, ziemlich ähnlich von der Performance her. Ja. Das letzte, was wir hier am Tisch stehen haben, ist eine Ruger 1911 Pistole. Es geht jetzt nicht um die Ruger an sich, sondern grundsätzlich um die 1911 als Pistole. Als Vertreter dieser Waffenart haben wir jetzt einfach mal die Ruger genommen, weil es auch eine ganz gute Standardpistole ist. Und das ist halt wirklich was ganz Eigenes. 1911er sind natürlich speziell fürs präzise Schießen echt keine schlechten Waffen. Es ist von der Mechanik sehr, sehr oldschool. Es ist von der Bedienung auch anders wie die meisten Pistolen, speziell eben mit dieser Handballensicherung. Ist es aber wirklich Besonderes. Ja. Und auch wenn es um Magazinkapazität geht und ja, bei den Visieren sind sie nicht alle verstellbar, die hier zum Beispiel nicht. Es gibt natürlich welche, die haben verstellbare Visierungen. Aber ja, es ist halt echt eine Art Waffe, die von dem, was sie ist, recht alt ist. Also die gibt schon wirklich über 100 Jahre, diese Type an Pistole, aber bis heute nach wie vor fast unverändert. Ja. Und das ist natürlich auch etwas, was man wirklich erwähnen muss, das ist eine wirklich bewährte Pistole, ja, 1911 grundsätzlich. Ja. Vor allem schlank, sehr schlank vom Griff, die haben ja einreihige Magazine in der Regel. Und dadurch bleibt die vom ganzen Griffprofil in der Regel sehr schlank. Also greift sich für die meisten Leute auch sehr gut an deswegen. Also hat auch nicht diesen klassischen Abzug wie jetzt bei diesen Pistolen, der quasi auf einer Achse hängt und dann quasi so nach hinten geschwungen wird beim Abziehen, sondern der geht gerade nach hinten beim Abziehen. Und das ist halt auch sehr, sehr fein bei 1911ern, diese Abzüge. Genau. Man kann halt wirklich schön gerade nach hinten abziehen, der Abzug wird im Gehäuse geführt. Mhm. Und hat auch meistens einen sehr, sehr kurzen Weg. Ja. So ist es. Ja. Von der Bedienung her, ja, man hat hier die Sicherung, dann die Griffstücksicherung hier. Das sind so Sachen, also man kann es sichern, wenn es gespannt ist. Genau. Aber ja, wenn man damit umgeht und ein bisschen das lernt man eigentlich recht schnell. Auch vom Zerlegen her. Also es ist jetzt nicht die einfachste Waffe wie diese hier zum Zerlegen, so eine 1911. Aber wenn man es zweimal, dreimal gemacht hat, auch vielleicht mit Hilfe eines YouTube-Videos, ja, da geht das dann recht schnell. Also da hat man den Dreh auch recht schnell. Also das ist keine Rocket Science hier. Ja. Es ist echt etwas Oldschool-mäßig, aber für die, die es einmal probiert haben und die meisten Leute, die mit einer 1911 schießen, sind eigentlich sehr begeistert davon. Ja. Das klassische 1911-Kaliber ist ja 45 ACP. Also ist doch eine ein bisschen wuchtigere Patrone als die 9mm. Gibt es natürlich auch in 9mm, es gibt ja da unzählige Varianten. Aber wenn man sich eine 1911er kauft, ist es doch zu empfehlen, so das 45er Kaliber zu nehmen. Ist einfach die Waffe zu dem Kaliber. Also klassische 45er schießt sich sehr cool. Also hat einfach dieses langsame Schieben von der 45 ACP mit der Vollstahlkonstruktion richtig geil zum Schießen. Ja, und natürlich super präzise. Also auch etwas, was in keiner Waffensammlung fehlen sollte. Naja, wäre auf jeden Fall eine coole Ergänzung. Also so eine 1911. Mhm. Ja. Ja, das war es jetzt von uns mit unserer Auflistung an Vollstahlpistolen, die es heute so gibt am Markt. Also das sind die gängigsten Modelle, sind jetzt hier alles europäische Modelle, bis auf die Ruger. Das ist eine amerikanische, aber gibt natürlich auch europäische 1911er. So ist es. Ja, also
Da muss man sich dann einfach überlegen, was für einen am besten ist. Von unserer Empfehlung heraus, wenn man sich jetzt hier eine aussuchen müsste, also für die, die Philippe SC schießen, die werden irgendwann einmal bei der CZ landen, weil es halt wahrscheinlich auch die verbreitetste von den ganzen Vollstahlpistolen ist, speziell im IPSC-Bereich. Die Newcomer sind es hier, speziell die Walter oder auch die Beretta, die jetzt beide von der Leistung auch wirklich spitze sind, sollte man sich auch auf jeden Fall mal anschauen. Und ja, die Sig Sauer ist halt ein altbewährtes, hochtechnisches, deutsches Qualitätsstück. Muss man sich dann auch einfach überlegen. Ja. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt die Pistolen auf jeden Fall in die Hand. Das ist ganz wichtig, weil das liegt jedem anders. Ja, jeder hat ein bisschen andere Hände, ein bisschen größere. Und dann wird vielleicht einem die Sig Sauer besser liegen, weil die hat einen breiteren Griff oder dann doch die CZ. Also das merke ich immer wieder auch im Verkauf mit den Leuten. Das muss man einfach in die Hand nehmen und bedienen. Da merkt man Sachen wie zum Beispiel, ja, mein Finger ist nicht lang genug für die Pistole, weil der Abzug da ein bisschen weiter vorne ist und solche Sachen. Und die liegt mir vielleicht ein bisschen angenehmer. Ja, also ausprobieren hilft auf jeden Fall und natürlich muss auch ein bisschen die Freude und Vorfreude für das Design da sein. Also es gibt Leute, die sagen, ja, mir gefällt die zum Beispiel super gut, ich möchte mir die gerne anschauen. Ja, wenn die einem persönlich auch gefällt, ist das natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, wieso man sich sowas nimmt. Ja. Ja, Optik spielt mit. Ja, genau, Optik, Haptik und ja, einfach die probieren Freude. Geht über Studieren. Ja, so ist es. Ja. Gut, ich hoffe, das war informativ, ich hoffe, es war aufschlussreich, vielleicht hat euch das die ein oder andere Entscheidung dann erleichtert und ja, wir werden auf jeden Fall weitere Videos in der Art machen, wo wir einfach mal die gängigsten Modelle vergleichen und schauen wir mal, was dann noch so kommt. Bis dahin, liken, teilen, abonnieren, dranbleiben und bis bald.